Warum sieht das Google-Logo heute so komisch aus? Das bezieht sich auf die Künstlerin Katarzyna Kobro. Die hat Skulpturen gemacht und zwar aus ganz einfachen geometrischen Formen. Also ein bisschen wie Baum mit Lego. Und diese Kunst nennt man Konstruktivismus. Leider nicht Legoismus. Jakob Schwertfeger, Professor für Legoismus. Katarzyna Kobro hat komplett abstrakte Werke geschaffen, zum Beispiel diese geile Halfpipe. Sie wollte die Kunst auf die wesentlichen Formen reduzieren, also im Prinzip so wie Kinder eine Katze malen, mit einem Kreis und zwei Dreiecken. Ich mal bis heute so. Katarzyna Kobro ist auf jeden Fall eine super spannende Künstlerin, von der ich noch nie vorher gehört habe. Danke Google.